Schmerzen im Bereich der Sehnen. Sind die Sehnen vielleicht auch noch verkürzt? Das kann so schnell gehen. Und oft fehlt die Dehnbarkeit, also die Elastizität von Bändern und Sehnen. Die Homöopathie hat auch hier Mittel, die deine Lösung sein können. Und die schauen wir uns heute mal genauer an. Welche Beschwerden fallen darunter? Tennisarm, Schnappfinger, eine Entzündung der Achillessehne, anhaltende Sehnenscheidenentzündung, Schwellung und Schmerzen nach einem Bänderriss sind nur einige der vielen Möglichkeiten. Treibst du gerne und viel Sport? Dann bleib dran. Ich bin zum Beispiel vor einigen Monaten mit dem Laufen angefangen. Gerade beim anschließenden Dehnen merke ich, wie stark manche Bereiche verkürzt sind. Da bin ich echt froh, dass ich in die homöopathische Schatzkiste greifen kann. Unsere homöopathische Sportlerapotheke aus der Nelkenapotheke liegt bei meinen Sportsachen und war schon ein echter Retter in der Not. Nun aber zurück zu Bändern und Sehnen. Drei Mittel sind besonders wirksam. Du weißt jetzt ja vielleicht auch schon, dass ich es gerne einfach habe. Und so ist auch unser homöopathischer Sehnenfreund entstanden. Wirklich heißt der Nelkenkomplex S. Das macht die Einnahme einfach und sorgt durch die gleichzeitige Einnahme von den mehreren Mitteln für eine bessere Wirkung. Mehr dazu später. Jetzt schauen wir aber erst einmal nach den drei Mitteln. Und hier geht nichts ohne Ruta D12. Ruta, die Gartenraute, ist das Mittel für alle anhaltenden Probleme mit Bändern und Sehnen. Der betroffene Bereich ist oft angeschwollen und besonders die Schmerzen stehen im Vordergrund und nerven enorm. Hattest du vielleicht schon mal einen Bänderriss oder jetzt gerade? Vielleicht im Bereich des Sprunggelenkes oder der Achillessehne? Ruta unterstützt den Heilungsvorgang. Wärme bessert die Situation, allerdings sorgen feuchtwarmes Wetter, Kälte oder ein Wetterwechsel für eine Verschlechterung der ganzen Situation. Kleine Nebeninfo. Für eine akute Sehnenscheidenentzündung ist Bryonia D12 das passende Mittel. Nähere Informationen gibt es im Video Hexenschuss. Hier schauen wir aber nach den Entzündungen, die dich über längere Zeit begleiten, damit du sie endlich wieder loswerden kannst. Das Elastizitätsmittel der Homöopathie ist Calciumfluoratum D12. Es strafft Bänder und Sehnen, die zu lang sind und sorgt für mehr Dehnung, wenn sie zu kurz sind. Hast du schon einmal von einem Schnappfinger gehört? Dann sind die Sehnen in einem oder mehreren Fingern zu kurz. Die Faust kann dann einfach nicht mehr geöffnet werden und meist kommt die andere Hand dann zur Hilfe. Calciumfluoratum ist ein Mineral und es ist das mineralische Pendant zum pflanzlichen Ruta. Und somit sind auch die Modalitäten, also sprich, wann wird es besser oder wann wird es schlechter, gleich. Und beide verstärken sich außerdem gegenseitig in ihrer Wirkung. Mittel Nummer 3 ist Hekla Lava D12. Die Asche des isländischen Vulkans Hekla ist nicht nur ein großes Mittel für die Knochen, sondern auch sehr hilfreich, um Verspannungen zu lösen. Die eingeschränkte Beweglichkeit nimmt noch weiter ab. Und außerdem sitzen ja auch die Ansätze von Sehnen und Bändern an den Knochen. Und so ist eine Stärkung der Knochenstruktur und der Gelenke auf jeden Fall eine gute Idee. Typisch für Hekla Lava ist die Verschlechterung der Beschwerden durch die körperliche Belastung, gerade durch Tragen und Heben. Und im Liegen und durch Ruhe, dann geht's besser. Jetzt kannst du dich für eins der drei Mittel entscheiden oder aber auch für alle drei. Und am besten nimmst du sie als kleine Kur. Erwachsene und Schulkinder nehmen dafür zweimal täglich 5 Globuli für 3 Wochen. Dann machst du eine Woche Pause und startest dann erneut mit der dreiwöchigen Einnahme. Diesen Zyklus, 3 Wochen einnehmen, eine Woche Pause, kannst du auch so lange wiederholen, bis deine Beschwerden weg sind. Liebst du es auch einfach? Dann nimm doch einfach unseren Nelkenkomplex S. Darin haben wir alle drei Mittel vereint. Ruta D12, Calciumfluoratum und Hekla Lava D12. Dann brauchst du nicht mit 3 verschiedenen Fläschchen hantieren und dich fragen, welches habe ich denn jetzt schon genommen und welches Mittel ist jetzt dran? Es gibt ihn in unserer Nelkenapotheke im Lomberg oder über unseren Shop. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Allerdings solltest du dir auf jeden Fall ärztlichen Rat holen, wenn deine Beschwerden nicht innerhalb von kurzer Zeit besser werden. Das gilt immer. Parallel zur Schulmedizin kannst du deine homöopathische Behandlung fortsetzen. Das widerspricht sich nicht. Und willst du noch mehr über die Möglichkeiten der Homöopathie erfahren, dann schau dich doch einfach mal in unserem Kanal um. Am besten abonnierst du ihn auch gleich.